السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Meine lieben Geschwister, so wie wir des Öfteren sagen, ist es sehr wichtig für die Muslime, dass sie dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala, also dem Koran, große Zuneigung oder große Zeit oder große Anstrengung widmen. Deswegen werden wir uns inshallah jetzt etwas mit dem Tafsir von Surat Al-Ghashiyah befassen. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, هل أتاك حديث الغاشية؟ Ist zu dir die Geschichte der Überdeckenden gekommen? Hier sagen wir erstmal, dass dieses im Arabischen öfter zu sehen ist im Koran und in der Sunna, dass zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Buruj, هل أتاك حديث الجنود؟ Ist zu dir diese Geschichte über die Krieger, über die Junud gekommen, Pharaon und Thamud? Oder zum Beispiel, dass der Prophet a.s.w. sagt, soll ich euch nicht über diese und jene Sache erzählen und so weiter, dass dieses als Fragestellung sozusagen angefangen wird. Dann sagen wir, Al-Ghashiyah ist einer der Namen von Yawm al-Qiyamah. Also hier das Überdeckende, damit ist der jüngste Tag Yawm al-Qiyamah gemeint. Dieser Tag, den die Ungläubigen leugnen. Dieser Tag, den die sozusagen Abwesenden als weit ansehen. Oder sozusagen sagen, es ist noch so lange Zeit bis dahin und ich werde noch nicht sterben, ich bin noch jung und so weiter. Jedoch sagte der Prophet alaihi salatu wassalam, dass er so nah zum jüngsten Tag sozusagen hervorgerufen wurde von Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, dass dieser jüngste Tag extrem nah ist. Dieser gewaltige Tag, wo 50.000 Jahre von unserer Zeitrechnung dauert. Dieser gewaltige Tag, wo die Sonne so nah an die Köpfe der Geschöpfe kommen wird, dass es wie eine Meile ist. Das muss man sich bildlich vorstellen. Und hier, als der Prophet a.s. gefragt wurde, wann ist der jüngste Tag? Wann ist die Stunde? So hat er die Frage mit einer Gegenfrage beantwortet. Er hat gesagt, was hast du für den jüngsten Tag vorbereitet? Deswegen, was hat jeder von uns dafür vorbereitet, wenn plötzlich der Tod kommt und plötzlich die Stunde geschlagen hat und plötzlich der jüngste Tag kommt? Hier muss jeder schauen oder mit sich selber abrechnen und schauen, wie er jetzt dastehen würde, wenn jetzt sein Stündchen geschlagen hätte, wie man im Deutschen so sagt. Wenn er jetzt hier losfährt und in einem Autounfall stirbt, ist er vorbereitet für den Tod? Bist du vorbereitet für den Tod? Wenn ja, dann ist das sehr gut für dich. Wenn nicht, dann solltest du überlegen, was es in deinem Leben zu ändern gibt. Dann sagt er, die einen Gesichter oder Gesichter werden an jenem Tag demütig sein. Demütig und von Furcht erfüllt sozusagen. Das ist der Tag, wo jeder oder wo alle stehen werden mit Angst, mit Demut und warten, ob sie ihr Buch, also ihr Tatenbuch, in die rechte oder in die linke Hand bekommen. Das ist der Tag, wo die ganzen Leute, die in der Dunya nicht demütig zu Allah subhanahu wa ta'ala waren, demütig sein werden. Denn natürlich, wir sagen, die Demut vor Allah subhanahu wa ta'ala ist eine positive oder eine negative Eigenschaft? Eine positive Eigenschaft. Deswegen, wie die Tafsir-Gelehrten sagten,
diejenige Person, die im Diesseits demütig zu Allah subhanahu wa ta'ala war, wird an diesem Tag nicht zu denen gehören, dessen Gesichter demütig sind, sondern die andere Person, sondern die Person, die sozusagen nicht Allah subhanahu wa ta'ala Demut entgegengebracht hat, die nicht Allah subhanahu wa ta'ala angebetet hat oder nicht so angebetet hat, wie es von ihr verlangt war. Dann sagt er, sich abarbeitend und von Mühsal erfüllt. Also diese Gesichter oder die Personen, denen die Gesichter gehören, sind oder haben sich abgearbeitet und sind von Mühsal erfüllt. Hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Tafsir-Gelehrten. Manche sagen, diese Abgearbeitet oder dieser Mühsal, den diese Leute, der ihnen widerfährt, ist ihnen in Dunya widerfahren. Also sie haben sich in Dunya abgearbeitet, aber für Batil, nicht für Haqq. Sie haben sich für etwas Falsches abgearbeitet. Zum Beispiel, eine Person hat die ganze Zeit Sujud gemacht und dieses gemacht und jenes gemacht, aber zu einer Götze, anstatt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Person hat gekämpft, hat Krieg gemacht und so weiter, aber für eine Kufr-Armee zum Beispiel und nicht auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Oder einer hat gespendet, aber damit die Leute ihn als großzügig sehen, nicht damit er Allah subhanahu wa ta'ala näher kommt und so weiter. Also er hat sich abgemüht, aber nicht auf der Wahrheit, nicht für das Richtige, nicht für Haqq, sondern er hat sich für Batil abgemüht. Die anderen Tafsir-Gelehrten oder die andere bekannte Meinung der Tafsir-Gelehrten ist, dass sie gesagt haben, dass diese Abmühung, diese Mühsal in der Hölle sein wird, in der Strafe, also ab dem jüngsten Tag und nach dem jüngsten Tag. So wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Höllenbewohner beschreibt, dass sie so laut schreien. Aber dieses Schreien wird ihnen nicht helfen. Genauso, dass sie auf und ab gehen in der Hölle. Doch dieses wird ihnen nichts helfen. Dass sie gegen sich selber Dua machen, dass Allah sie vernichten möge. Aber dieses alles wird ihnen nicht helfen. Das heißt, sie arbeiten sich ab und ihnen widerfährt dieser Mühsal, aber dieses alles hilft ihnen nicht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, einem sehr heißen Feuer ausgesetzt. Und natürlich, so wie ihr wisst, der Prophet alayhi salatu wassalam sagte, dass dieses Feuer oder das heißeste Feuer in der Dunya nur ein 70stel von dem Feuer in der Akhira im Jenseits ist. Das heißt, falls jemand zum Beispiel als Kind schon mal ein Bügeleisen angefasst hat oder ähnliches, dann weiß er, wie heiß es ist. Und das ist nicht mal Feuer. Und das normale Feuer, mit dem wir zum Beispiel Holz machen oder ähnliches oder grillen, ist schon mal nicht das heißeste Feuer, was es auf der Dunya gibt. Und dann, wenn ihr seht, dass dieses noch 70 Mal so heiß ist wie dieses Feuer. Und so wie der Prophet a.s. beschrieben hat, dass die leichteste Strafe in der Hölle eine Person ist, die Schuhe anzieht, die so heiß sind, dass sein Gehirn dadurch kocht, durch die Hitze dieser Schuhe. Wer ist diese Person? Abu Talib, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der die leichteste Strafe in Jahannam haben wird. Und selbst diese Strafe ist gewaltig. So wie wenn man sagt, dass einer von uns zum Beispiel am Strand oder irgendwo auf dem Sand oder auf einem Asphalt läuft, während es 40 Grad hat, dann weiß er, wie das schmerzt an den Füßen. Was denkt ihr über Schuhe, die so heiß sind, dass sie das Gehirn zum Kochen bringen? Möge Allah uns bewahren. Und aus einer siedenden Quelle zu trinken bekommen. Das heißt, sie bekommen aus einer Quelle zu trinken mit siedendem Wasser. So wie Allah in anderen Versen beschreibt, die so heiß sind, dass es die Organe sozusagen zerfetzt durch diese Hitze. So die höchste Stufe, die diese Hitze erreichen kann, ist diese Quelle oder ist das, was sie zu trinken bekommen. Es wird für sie keine Speise geben, außer trockenen Dornen. Und das ist im Arabischen Dari'a.
Und es gibt bei den Tafsir-Gelehrten mehrere Ansichten oder mehrere Meinungen zu dieser Dharia, was es bedeutet. Manche von ihnen sagten dieses, wie hier zum Beispiel mit den Dornen. Wiederum andere sagten, damit ist eine Pflanze oder ein Baum aus Feuer gemeint. Andere sagten, dass diese Dharia ist Zarqum, dieser Baum, der in der Hölle oder aus der Hölle kommt, dessen Früchte so wie die Köpfe der Shayatin, der Satane sind. Hier sagen wir an manchen Stellen, wie zum Beispiel hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es wird für sie keine Speise geben, außer Dornen. An anderer Stelle sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihre Speise diese Früchte von Zarqum sein werden. An anderer Stelle sagt er, dass sie Rislin als Speise bekommen, zu essen bekommen. Also diese Jauche. Wie können wir zwischen diesen verschiedenen Ayat sozusagen Kooperation schaffen, zusammenbringen? Wer hat eine Idee? Es gibt verschiedene Orte in der Hölle. Er sagt, es gibt verschiedene Orte in der Hölle. Ja, das heißt? Es gibt Orte, da gibt es nur das zu essen und Orte, da gibt es nur das zu essen. Es gibt Orte, da gibt es nur das zu essen und es gibt Orte, da gibt es nur das zu essen. Das ist schon mal eine richtige Antwort, was die Gelehrten genannt haben. Wer kann noch eine Antwort geben? Ja? Dass es verschiedene Stufen gibt in Jahannam. Dass es verschiedene Stufen gibt in Jahannam. Dass manche Leute dieses Essen bekommen und manche Leute dieses Essen bekommen. Noch eine dritte Antwort. Dass es verschiedene Zeiten gibt, dass zum Beispiel eine Zeit lang alle dieses Rislin zu essen bekommen und eine Zeit lang alle Dharia zu essen bekommen und so weiter. Das sind die verschiedenen Meinungen. Und wie ihr alle wisst, es gibt keine Widersprüche im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns versprochen, dass es in diesem Buch keine Widersprüche gibt. Und deswegen, wenn einer von uns aus Unwissenheit nicht weiß, wie er sozusagen verschiedene Verse oder verschiedene Hadithe zusammenbringen kann, wen soll er dann fragen? Gelehrte, wissende Leute. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, hat in seinem Buch keine Widersprüche reingelassen. Dann sagt er, die weder fett machen, noch gegen Hunger nützen. Ei, die weder nähren, noch gegen Hunger nützen. Also hier sagen wir, dass dieses Essen, was sie zu essen bekommen, also sei es Dharia, sei es Zarqum, sei es Rislin, egal, dass dieses nicht das sozusagen, dass man davon nicht diesen Profit trägt, den man eigentlich von essen möchte. Also wenn man isst, dann isst man entweder zum Beispiel, um Gewicht zuzunehmen oder um seinen Hunger zu stillen. Oder noch unter anderem aus gutem Geschmack oder ähnlichem. Aber hier will Allah subhanahu wa ta'ala sagen, dass dieses, was sie zu essen bekommen, ihnen in keinster Weise hilft, dass sie in keinster Weise davon profitieren. Sie sind einerseits schwach und andererseits hungrig. Und wenn sie dieses Essen essen, was sie ohnehin schon bestraft oder schmerzt, davon werden sie trotzdem nicht satt oder davon werden sie trotzdem nicht kräftiger oder genährt oder sonst irgendwie profitieren, sondern es ist einfach nur eine Strafe. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die anderen Gesichter werden an jenem Tag wonnig sein. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Leute beschrieben hat, die an diesem Tag unglücklich sein werden, beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala uns jetzt diejenigen, die wonnig und glücklich und froh sein können an diesem gewaltigen Tag. Natürlich, wenn wir den Hadith des Propheten alayhi salatu wassalam hier anschauen, wo eine Person kommt, die das beste Leben auf der Erde im Diesseits gehabt hat und dann nur einmal in die Hölle getunkt wird, dann schwört diese Person, dass sie niemals etwas Gutes gesehen hat. Und andersrum, die Person, die das schlechteste und schwierigste Leben hatte im Diesseits, wenn sie eingetaucht wird in das Paradies, so ist das, oder so sagt sie, so schwört sie, dass sie nie etwas Schlimmes gesehen hat. Nie ist sie etwas Schlimmes widerfahren. Deswegen, die Leute, die an diesem Tag
ihr Buch in die rechte Hand bekommen. Diejenigen, die diese, deren Gesichter wonnig sind am jüngsten Tag, das sind definitiv die Erfolgreichen. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer also gerade noch an der Hölle vorbeikommt und ins Paradies eintreten darf, den Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies lässt, das sind wahrlich die wirklich Erfolgreichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle dazugehören lassen. Dann sagt er, mit ihrem Bemühen zufrieden. Das heißt, sie sind zufrieden und glücklich und froh über das, was sie getan haben, über das, wofür sie sich abgemüht haben. Die ersten, haben wir gesagt, sie haben sich abgemüht, ohne was? Ohne Ergebnis. Diese Person jetzt, die diese Froheit und die Wonnigkeit im Gesicht haben, die haben sich abgemüht und sind zufrieden mit ihren Taten. Sie sind zufrieden mit dem, wofür sie sich abgemüht haben. Sie sind zufrieden dafür, dass sie geduldig waren im Diesseits. Sie sind zufrieden dafür oder darüber, dass sie Erschwernis zum Beispiel in der Al-Bada oder ähnliches ertragen haben. Sie sind zufrieden für das, was sie sozusagen geleistet haben und wofür sie jetzt die Belohnung bekommen. Dann sagt er, und in einem hohen Garten. Also in einem hohen Paradiesgarten. Damit hat Allah subhanahu wa ta'ala seine rechtschaffenen Diener belohnt, dass er sie in diese erhöhten Paradiesgärten eintreten lässt, in denen es das gibt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und was einem nicht mal sozusagen in den Sinn kommt. Dort wird man weder Hunger noch Kälte, noch Hitze, noch sonst irgendwas Negatives verspüren. Das ist der Platz, wo man inshallah von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt wird. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, oder die deutsche Übersetzung, worin sie keine unbedachte Rede hören, worin sie kein leeres Gerede hören. Das ist ein Platz, also diese Paradiesgärten. Das Paradies ist ein Platz, wo man weder weinende Kinder hört, noch eine rumschreiende Ehefrau, noch hört man irgendwelche Nachbarn, die komische oder störende Geräusche oder störende Sachen machen, sondern man hört nur Frieden und man hört nur das, die schönste Sache, was sich sozusagen ein Ohr wünschen kann. Dann sagt er, darin gibt es eine fließende Quelle. Und hier ist gemeint, es gibt mehrere fließende Quellen. Wie zum Beispiel Quellen oder Flüsse mit Milch, deren Geschmack sich nicht ändert. Und gut bleibender, gut erhaltener Honig und Wein oder alkoholische Getränke, die nicht betrunken machen, sondern wovon sozusagen sich der Trinkende nur diesen Geschmack hat oder sozusagen sich dadurch verwöhnt durch diese Getränke. Nicht wie zum Beispiel jemand, der im Diesseits trinkt und dann einen Kater hat oder dann kotzen muss oder dann benebelt ist, sondern hier wird man einfach nur verwöhnt durch dieses Getränk. Darin gibt es erhöhte Liegen, also erhöhte Betten, erhobene Betten, die sich selber sozusagen, die runterkommen, wenn der Diener Allah subhanahu wa ta'ala, der Paradiesbewohner darauf möchte, dann verneigen sich sozusagen oder kommen runter zu diesem Diener, sodass er darauf gehen kann. Schöne, gut ausgestattete, dicke Betten oder Liegen, auf denen auf ihn die Hurul Ain, die Paradiesjungfrauen warten, die nichts Negatives an sich haben, die weder mit ihrem Ehemann diskutieren und streiten, noch haben sie die Sachen, wovor sich der Mann sozusagen ekelt, noch haben sie sonst irgendwas. Sie sind so schön,
dass man sozusagen durch ihre Haut ihr Fleisch sehen kann. Sie riechen so gut, wie beschrieben wurde, dass wenn ein Teil ihres Tuches auf die Erde fallen würde, dann würde es die gesamte Erde mit gutem Geruch versorgen. Und diese warten dort auf ihren Ehemann oder auf ihre Ehemänner. Und so wie die Gelehrten sagen, dass diese Paradiesjungfrauen, sie fühlen sich hingezogen zu ihren Ehemännern und ihre Ehemänner, sie fühlen sich zu ihnen hingezogen. Und hingestellte Trinkschalen, also verschiedene Becher, die für die Gäste oder für dich selber angerichtet sind, für die Gäste der Paradiesbewohner, die sich besuchen, denn wie ihr wisst, die Paradiesbewohner können sich gegenseitig besuchen und ähnliches. Und dort sind diese Becher angerichtet mit den verschiedensten und besten Getränken. So, und natürlich Allah subhanahu wa ta'ala, lahul al-masal al-a'la, ihm gehört das höchste Beispiel. Aber wenn du jetzt in ein All-You-Can-Eat oder Open Buffet oder sowas gehst und die ganzen verschiedenen Getränke siehst oder die ganzen verschiedenen Speisen siehst, natürlich ist dies in der Dunya schon eine schöne Sache, auf die man sich freut oder die sozusagen schön ist, oder wenn du Gäste hast, dass du ihnen alles anrichtest und alles anbietest. Und natürlich ist dieses im Jenseits, im Paradies noch um einiges gewaltiger und um einiges schöner. Dann sagt er, und aufgereihte Kissen, also diese Kissen, auf denen man sich so abstützen kann. Und jeder, der vielleicht schon mal in einem östlichen Land war, wo es solche Sachen gibt, der weiß, wie entspannend sowas ist, wenn man zum Beispiel von einer langen Reise kommt oder von einem harten Tag oder ähnliches und sich dann schön anlehnen kann auf weiche oder auf gute Kissen und so weiter, dass man sich dann sehr relaxed und sehr gut fühlt. Und ausgebreitete Teppiche in den schönsten und besten Farben und Stoffen. Wenn man sie anschaut, ist das schon eine Verwöhnung für das Auge. Und wenn man darauf läuft oder darauf isst, dann ist es eine Verwöhnung für den Körper. Diese Teppiche, die Allah subhanahu wa ta'ala für seine gläubigen Diener im Paradies vorbereitet hat. Dann sagt er, schauen Sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind. Hier sagen wir erstmal, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, dass wir die Schöpfung ansehen und über die Schöpfung nachdenken, um hieraus Beweise zu schließen, dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala da ist und dass es einen Schöpfer gibt und so weiter. Denn, wie wir sagen, es gibt keine Schöpfung ohne Schöpfer. Und zu diesen Dingen, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns sozusagen anbefohlen hat, darüber nachzudenken, gehört eben diese Sache mit dem Kamel. Und natürlich damals, der arabischen Halbinsel oder bei denen, zu denen der Koran herabgesandt wurde, war es so, dass die meisten von ihnen Kamele gehabt haben oder sich mit Kamelen ausgekannt haben. Das sehen wir dann auch, dass es sehr wichtig ist in der Dawa, dass man eine Person erstmal mit dem anspricht oder mit dem sozusagen lockt, was sie anspricht oder was ihren Dingen, ihrem Umfeld entspricht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel zu einem Bauer gehst, dann redest du mit ihm auf eine gewisse Sprache und gibst ihm gewisse Beispiele. Genauso, wenn du zu einem Architekt gehst oder zu einem Wissenschaftler und so weiter. Du versuchst jeden die Beispiele und die Redensart, also den Weg zu finden, mit dem du ihm am besten nahe kommst. Und so wie der Prophet a.s. sagte, man soll den Leuten das sagen, was sie kennen bzw. was sie verstehen können. Oder wollt ihr etwa, also als Nachfrage, dass Allah und sein Gesandter der Lüge bezichtigt wird? Das heißt, eine Person, die zum Beispiel nicht viel Wissen hat über ein gewisses Thema und du wirfst ihm einen gewissen Hadith an den Kopf, ohne sozusagen Vorarbeit zu leisten oder irgendwas zu leisten, dann kann es sein, dass er sagt, das hat der Prophet nicht gesagt, das gehört nicht zu unserer Religion und so weiter. Deswegen sollte man aufpassen, dass man den Leuten dieses so sagt, dass sie es auch verstehen können.
Hier dieses Kamel, wie wir sagen, ist eine gewaltige Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Tier hat sehr, sehr viel Kraft, aber zur gleichen Zeit lässt es sich sehr leicht führen, lässt es sich beladen, lässt es sich reiten und so weiter. Zur gleichen Zeit kann man es schlachten und essen. Zur gleichen Zeit kann man seine Milch und Urin trinken. Zur gleichen Zeit kann dieses Tier extrem viel Wasser in sich speichern und dann lange Zeit durch die Wüste reisen, bei extremer Hitze, ohne dass es Wasser braucht und so weiter. Dies ist eine gewaltige Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt er weiter, und zum Himmel, wie er emporgehoben worden ist. Er ist emporgehoben worden ohne Säulen. Hier, wir sehen diese kleine Moschee. Ohne diese 4, 5 Säulen könnte sie nicht stehen bleiben. Was denkt ihr über einen Himmel, der Milliarden, Milliarden, Milliarden von Tonnen wiegt? Allah subhanahu wa ta'ala trägt ihn oder hat ihn emporgehoben ohne Säulen, die wir sehen können. Und so wie die Gelehrten des, wie heißt diese Wissenschaft? Falak, Falakiyun, ja? Astronomen, ähnliche sagen, dass wenn die Sonne etwas näher dran wäre, und die Sonne ist natürlich im Himmel, wenn die Sonne näher dran wäre an der Erde, dann könnten wir aufgrund der hohen Hitze nicht leben, beziehungsweise könnte kein Leben hier sein auf dieser Erde, so wie es bei manchen Planeten ist, die wir auch kennen. Und genauso, wenn die Sonne weiter weg wäre, könnten wir nicht überleben aufgrund der großen Kälte oder der enormen Kälte. Und das ist nur die Sonne. Jetzt haben wir noch nicht über verschiedene Ozonschichten geredet oder über Wolken, die Wasser herunterlassen oder über den Mond und was auch immer. Das wäre jetzt nur die Sonne. Das wäre nur ein ganz, ganz minimaler Teil vom Himmel. Das heißt, auch der Himmel ist ein großer Beweis für Allah subhanahu wa ta'ala, über den man nachdenken muss. Dann und zu den Bergen, wie sie aufgerichtet worden sind, beziehungsweise wie sie sozusagen reingestampft, reingestopft wurden. Diese Berge stabilisieren die komplette Erde, so wie die Geologen sagen, wenn es nicht diese Berge gäbe, die wie so stampfen in der Erde gestampft wurden, dann hätten wir die ganze Zeit Erdbeben und dann wäre diese Erde nicht stabilisiert. Und dann sagt er weiter, und zur Erde, wie sie flach gemacht worden ist. Das heißt, diese Erde, Allah subhanahu wa ta'ala, hat sie ausgebreitet, obwohl sie eine Kugel ist. Das heißt, es ist noch nie einem von uns passiert, dass wenn er zum Beispiel 1000 Kilometer mit dem Auto fährt in eine Richtung oder läuft oder was auch immer, dass er runtergefallen ist von dieser Kugel. Wenn wir jetzt zum Beispiel so einen großen Ball haben, einen Medizinball oder ähnliches, und ein paar Schritte gehen, dann fallen wir runter. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Erde, obwohl sie eine Kugel ist, ausgebreitet, flach gemacht, sodass wir auf ihr leben können und uns auf ihr bewegen können und auf ihr sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala anbeten können und uns fortbewegen können und reisen können und so weiter. Dann sagt er weiter, so ermahne, du bist nur ein Ermahner oder du bist doch ein Ermahner, wäre hier wahrscheinlich die bessere Übersetzung. Und dieses ist die Aufgabe des Propheten alayhi salatu wassalam, zu ermahnen, zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. Und genauso ist es die Aufgabe der anderen Propheten vor ihm sallallahu alayhi wasallam. Und genauso ist es die Aufgabe von denjenigen, die nach dem Propheten sallallahu alayhi wasallam kamen. Also wem? Wem? Die Sahaba und wen? Tabi'in und wen? Und wir. Und alle, die den Sahaba und den Tabi'in und den Propheten alayhi salatu wassalam folgen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass der Prophet alayhi salatu wassalam sagen soll, dies ist mein Weg, ich rufe zu Allah subhanahu wa ta'ala auf mit dieser Basira. Ich, also der Prophet alayhi salatu wassalam, und diejenigen, die mir folgen. Und wir alle, wem müssen wir folgen? Dem Propheten sallallahu alayhi wasallam. So ist es genauso unsere Aufgabe, die Leute, die Kuffar, zum Islam, zum Tawhid aufzurufen und die Muslime zum Praktizieren und zum
zur Standhaftigkeit in der Religion aufzurufen. Du übst nicht die Oberschaft oder die Oberherrschaft über sie aus. Also du hast keine Macht über sie. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es gibt keinen Zwang im Glauben. Hiermit ist gemeint, du kannst niemanden dazu zwingen, dass er mit dem Herz glaubt, dass der Iman, dass der Glaube wirklich in sein Herz kommt. Aber kannst du theoretisch jetzt jemanden nehmen mit einer Pistole und ihm sagen, er soll bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und so weiter? Kannst du oder kannst du nicht? Ja, klar. Ja, klar. Aber ist dann der Iman in sein Herz gekommen? Ist er nicht. Das heißt, du kannst niemanden zwingen, dass er wirklich glaubt. Du kannst ihn natürlich zwingen, dass er vom Außen her Islam annimmt. Aber du kannst niemanden den Iman reinzwingen in sein Herz. Genauso wie du andererseits niemanden den Kufr in sein Herz reinzwingen kannst. So wie Ammar ibn Yasir, sozusagen, wo die Muschrikun ihn gefangen genommen haben und ihm befohlen haben, dass er den Propheten beleidigt und Kufr-Aussagen macht. Und dann kam er zum Propheten a.s. und hat ihm dies gesagt. So hat er gesagt, wenn sie das Gleiche nochmal mit dir machen, dann mach du das Gleiche nochmal. Warum? Weil er ihn gefragt hat, wie war dein Herz dabei? Da hat er gesagt, mein Herz war voll mit Iman. Deswegen, wenn eine Person dazu gezwungen wird, äußerlich diese Taten zu machen, aber im Herzen hat er den Iman, so ist er ein Muslim. Und genauso andersrum. Wenn eine Person äußerlich sozusagen sich zum Islam bekennt und im Inneren den Kufr trägt, so ist er ein Käfer. Jedoch, wir wissen nicht, was in seinem Inneren ist. Deswegen machen wir oder gehen mit ihm um, wie mit einem Muslim. Dann sagt er weiter, wer sich aber abkehrt und ungläubig ist, also wer, du kannst niemanden sozusagen, du hast über niemanden die Oberherrschaft, wie hier übersetzt wurde. Du kannst niemanden dazu zwingen, so oder so zu sein. Und wie gesagt, wir behandeln diese Person vom Äußerlichen wie ein Muslim. Wenn er aber sich abkehrt und ungläubig ist oder eine andere Sache macht, für die er bestraft wird vom Propheten a.s. oder von dem muslimischen Herrscher, dann gilt dieses nicht, dass er nicht die Oberherrschaft hat. Also zum Beispiel, eine Person betet nicht und der Herrscher bestraft sie dafür. Oder eine Person macht Zina und der Herrscher bestraft sie dafür. Und so weiter. Dieser hat sich also abgekehrt und hat diese öffentliche Tat gemacht und wurde dafür bestraft. Jedoch, wie gesagt, was im Herzen ist, darüber hat der Prophet a.s. und wir alle keine Oberherrschaft. Den straft dann Allah mit der größten Strafe. Also diese Person, die sozusagen sich abgewendet hat und ungläubig geworden ist oder diese gewissen Taten getan hat, sie wird erstmal in Dunya bestraft und dann noch im Jenseits. Also ein Käfer, der verschiedene Strafen im Diesseits erlitten hat, wird trotzdem noch im Jenseits bestraft. Und Allah subhanahu wa ta'ala nannte diese Strafe im Jenseits, im Diesseits, die kleine Strafe vor der großen Strafe. Und dazu gibt es einige Ayat, wo dies beschrieben wird. Das heißt, die kleinere Strafe ist im Diesseits. Und die größte Strafe oder die größere Strafe ist die Strafe im Jenseits. Dann sagt er, gewiss zu uns ist die Rückkehr. Alle Leute, ob jung, ob alt, ob groß, ob klein, ob Muslim, ob Käfer, ob was auch immer, werden einmal zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Und das ist so ziemlich die einzige Sache, die keiner leugnen kann. Kein Mensch auf der Welt kann sagen, dass er niemals sterben wird, außer ein Verrückter. Aber wir alle wissen, oder jeder, der einen Verstand besitzt, weiß, dass er irgendwann sterben wird. Und wir Muslime wissen, dass die Person, die stirbt, wohin zurückkehrt? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, hier sagt er, gewiss zu uns ist ihre Rückkehr. Beziehungsweise die Rückkehr von allen. Alle Leute, alle Geschöpfe kehren zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und gewiss,
Hierauf obliegt uns ihre Abrechnung. Jede kleine und große Tat wurde von Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben. Jeder Blick, jede Aussage, alles schreibt Allah subhanahu wa ta'ala. Alles hat er in deinem Tatenbuch aufgeschrieben. Alles haben die zwei Engel, die mit dir sind, geschrieben. Und du kannst nichts verstecken vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und selbst wenn du nicht zugeben möchtest, was du getan hast, so werden deine eigenen Gliedmaßen gegen dich Zeugschaft ablegen. Das heißt, man kann nichts verstecken. Jedoch, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Abrechnung leicht macht. Und barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.